Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hand Showdown. Ich war mit der lieben Sonja im Duo gegen Trio, glaube ich zumindest, auf der neuen Map unterwegs. Und ich bin sehr verwirrt, denn die Runde heißt Drilling. Ich habe mir die als Drilling abgespeichert, habe aber jetzt reingeguckt in die Runde und ich fange an mit einer Crown und habe dann irgendwann eine Drilling in der Hand. Keine Ahnung, was ich da wieder für ein Minusgeschäft gemacht habe, aber ich bin jetzt sehr, sehr gespannt auf den Schnitt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Ich hole den mit Schlange. Hab grad beim Duschen Aura gekriegt. Oh nein. Nimm die Gegner! Der hat eine Winfried-Hit. Nein, ich Dummdödel, ey. Der stand da still und ich war zu nervös. Jetzt habe ich ihn. Nice. Im vollen Sprint, das hau ich weg. Das war der Priester, gell? Mm. Ja, der war low. Ne, der hat sich schon geheilt. Ah, okay. Siehst du, hörst du noch was? Nee, aber es hatte doch Weibchen geschlagen gehabt, oder? Ja, aber... Ich oder weiß nicht, wo. Geschlagen? Nee. Nee, ich meine, da, wo du sagtest, Hunter, kurz davor. Ja. Aber ich weiß nicht, wo. Also, ich weiß nicht, wo die sind. Ja, er liegt da an der Tür. Gesprungen? Ja. Ach so. Brennt. Naja, weiter. Ja. Da unten. Hat Hit. Da. Nicht getroffen. Ich glaube, die waren nur zu zweit. Der hat eine Drilling! Und ich habe eine Crown! Möchtest du eine Crown? Hast du Glück, dass ich keine mit habe. Wenn du die unbedingt Drilling jetzt nehmen willst. Ja, ich möchte die Drilling spielen. Ach du Scheiße. Church? Ja. Oder willst du rausgehen? Nee, wir waren ja nicht tot, ne? Nö. Ja, was machen wir? Ich hab's nicht gesehen, wohin zeigt er. Nach da. Das wird da. Egal, sag du.
Vielleicht wollen die Zuschauer noch mal Kroki sehen. Komm, wir machen Kroki. Aber ich habe nichts zu machen, du. Nee, schauen wir erstmal, ob jemand noch da ist und. Wir wollten ja sowieso mal gucken, wie viel das bringt. Kohletechnisch. Ja, ich weiß. Oh, da oben liegt jetzt irgendwas Gutes drin. Da vorne ist die nächste Aura. Special. Oh, hier ist eine Splitter. Ne, ich habe zwei mittlere Dünas. Hm, hab schon. Es geht weiter Richtung 60. Irgendwo oben bei Pearl. Wahrscheinlich. Nee. Ja. Oh, direkt vor uns. Also. Dach, was willst du? Naja, hin. Habe ich eigentlich ein Minusgeschäft gemacht, ne, mit der Crown. Ja, eben. Kacke, aber egal. Oh, guck mal, ich habe ja hier, ich habe Adler auch. Oh, das geht aber sehr schnell mit der Verbannung. Denkt an, die ist hier close vor uns. Aber wo ist sie denn? Ich höre ein Steppen vor uns. Da vorne flackert. T1. Pingen. Ich kann nicht da. Ja. White Shirt T1 ist jetzt hinter diesem Hügel gelaufen. Ganz close bei mir irgendwo. Weiß nicht wo. Keine Ahnung. Mann, ich sehe gar nichts in der Scheiße hier. Was habe ich in der Hand? Beetle. Glaube ich. Nee. Doch. Doch. Oh nein, du bist tot. Wir hätten hier von der Brücke oben gucken müssen. Hm. Mann, zieht Drilling wieder weg. Ich könnte kotzen. Laufen die weg vielleicht zufällig? Die haben noch gar keine Bounty aufgenommen. Doch. Bei mir schon. Bei mir nicht. Buggt. Ich sehe auch keinen Blitz. Warte, dann muss ich eben gucken. Ungefähr auf deiner Leiche. Mit Gift geht der neue Boss super. Ah, okay. Gut, ich kann sie ja eh nicht burnen. Welcher Skin hat er? Links, 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 Steps. Ja, ich hab'n. So ein Tier 2 Typ. Dann kommen sie mal mit. Weiß zwar nicht wohin. Alles scheiße hier.
laufen zu Dings. Wenn du jetzt rumläufst, kriegst du mich vielleicht. Ja, hab ich. Oder vor. Das ist ein Bait. Die Bounty, die am Meer vorbei ist. Ja, die sind schon weeping. Ja, ich mach vorsichtig. Du liegst ja im Wasser, ne? Hm. Haben sich bestimmt meine Drilling genommen und haben gedacht, du Arschloch, passt jetzt davon. Die keine Sicht mehr gehabt hat, die so close an mir vorbei ist, aber. Keine Ahnung. Oder wie gesagt, es könnte ein Bait sein. Das sitzt einer auf einer Leiche. Was sehen wir jetzt? Ich weiß nicht, ob die Stacheldraht auf mich gestellt haben oder so. Aber Necro ruhig, alles gut. Oder die wollen zur anderen Bounty jetzt. Die sind in Weeping. Die sind nach Weeping gelaufen. Ich... ich hab die Drilling noch. Wolke, danke schön für dein Raid. Vielen, vielen, vielen Dank und hallo zusammen. Wie lief's? Search, ne? Ja. Klein verloren? Ja. Das war ja weird jetzt. Ich war ja auch alleine. Welche Bounty hat denn jetzt gewechselt? Nee, nee, der war nicht alleine. Ich habe mindestens zwei gehört. Ja, die gehen auch noch runter, die sind bei Forked. Dann sind die direkt neben uns. Lustig. Die sind im Fork drin, ja. Ja, dann lass uns hier links laufen. Wir sind jetzt quasi auf der Höhe, wo wir, also unsere Laufrichtung. Das ist der absolute Mist, dass ich das nicht sehe. Fummelbuddy, mein Lieber, hi. Vielen, vielen Dank für 1049 Bits. Eingreiftrupp hier. Oh, sehr gut. Oh, ich schau nochmal, wo die anderen sind. Ja, die kommen uns gleich aber hier im Rücken, ne? Dann lassen sie ein bisschen rumlaufen. Der eine hat die Tür aufgemacht. Ist wieder rein. Fallen gesetzt. Ja, die sind auch da. Die sind genau da, wo wir gerade herkamen. Ja, ich gehe mal hier rum. Mhm. Okay, ich sehe den nicht. Ich sehe nicht mal den. Hier liegt ein Toter. Zwei Tode. Den kann man noch looten. Das war schon geil. Ich aim die Fenster. Ja, da war ein Fenster. Reptil. Ich hab geschossen. Ja. An dem unteren war. Mach weg. Und versuch den zweiten noch zu looten. Ich aim wieder ab. Okay, jetzt einmal tauschen, bitte. Mach mal. Und noch ein paar Verbrauchsgüter krieg. Alter, was schwankt die? Fühl mich wie besoffen. Was macht ein rechts das Team, was ich nicht sehe? Ja, darf ich erstmal zu Ende looten? Die sind auf genau gegenüber. Noch ein Eingreifdruck. Brauch nix. Antidote. Ausdauer, Antidote, Klingelobe. Ich höre die hier hinten.
das hier geradezu. Tier 1, Fuzzi. Ja, das ist den, den ich beim Kroko gesehen hatte. Sind ein bisschen weiter rechts gemoved. Nein, der kommt mir hier entgegen. Was? Das war auf dem Schädel. Och, Mann. Boden. Warte, ich muss nachladen. Hier in dem Durchgang hat er gecrouched. Ja, nur ist er gar gar. Eine Leiter gehört. Hier sitzt einer, ganz close irgendwo. Ja, ich höre ihn auch. Und ein Sturzschaden. Oh! Wo war der? Oben sitzt einer. Oh, ganz in der Ecke. Runtergehüpft, runtergehüpft. Mhm. Ran. Ja. Scheiße, hier ist eine Falle. Einen habe ich. Hier ist eine Falle vor. Hier außen hat sich hier jemand geheilt oder ist aufgestanden. Hat den gehoben, ist low. Also will den heben. Einen habe ich. Hab ihn. Hab noch einen. Bye. Clear. Oh Mann, das war ja. Guter Stacheldraht. Alter, war das fies. Da haben wir uns gerecht. Hast du die andere Bounty? Ich hab die anderen beiden, ja. Guck mal, ich sehe das gar nicht, ne? Das ist bei mir so verbuggt. Was ist besser, Arrival oder Spectre? Also ich würde immer die Arrival vorziehen, aber die Spectre ist schon besser eigentlich. Und ohne Slug, ich mag das nicht. Also ich mag mit der Pumpe nicht anvisieren müssen, weißt du? Pumpe ist so ein Nahkampfding und da gehst du halt mit der Hüfte rein. Deswegen spiele ich so selten oder eigentlich nie Slug. Wenn ich mal Slug nehme, dann mit einer kleinen Pumpe, dann ist es Slug besser natürlich. Wenn ich beispielsweise Quartiermeister habe, ist es viel besser. Aber kommt halt auch selten vor. Ah, es kommt aber auch drauf an. Die
Die Terminus, die kleine, die spiele ich halt mit Aushebeln und ohne Slug. Unten raus. Ich schieß drauf. Okay. Nein. Das war nichts. Nicht funktioniert. Nee, aber auch nicht getroffen. Weiß ich nicht. Vielleicht. Kannst du Kills speichern? Ja. Okay, das war zu der Zeit damals, als die Drilling neu rauskam. Da hatte ich die noch nicht freigeschaltet. Da musste man beim Event Stufe 20 erreichen. Und das hatte ich natürlich nicht. Und ich wollte unbedingt die Drilling spielen. Jetzt bin ich eher so, oh, gib mir diese blöde Waffe nicht. Jetzt machen wir eher Drilling Challenges, weil kein Schwein mit den Waffen trifft. Weder Tina, noch Sonja, noch Marc, noch ich. Axel kann die gut und spielt die auch super gerne. Ich, oh. Mir kraut's, wenn ich diese Waffe sehe. Ganz, ganz furchtbar. Ja, deswegen habe ich halt getauscht, die Crown gegen die Drilling. Im Nachhinein würde ich das nie wieder machen, aber naja. Der Bug ist super ärgerlich, dass du nicht mehr siehst jetzt. Es ist noch nicht behoben, leider, obwohl das Video vom 20.06. ist. Ist vielleicht nicht so einfach zu beheben, dass man die Kroko-Bounty nicht sieht, Alligator-Bounty. Das ist super ärgerlich, weil das, du hast so einen Nachteil dadurch. Wenn du einmal tot warst, siehst du halt nichts mehr. Siehst du keine Blitze, siehst du nicht, wer die Bounty hat und so weiter. Mega ärgerlich. Und die Stacheldrahtbombe, ja, sensationell. Der hat den wohl gerade gehoben und dann habe ich die da reingepfeffert und dann habe ich beide weggekriegt. Richtig, richtig gut. Wir hatten heute, habe ich gerade mit Daniel drüber gesprochen, der hat mir beim Schneiden zugeguckt, hatten wir einen Kill-Rekord. Wir haben 19 Kills in einer Runde gemacht. Richtig heftig. Ich habe schon gesagt, das wäre die perfekte Turnierrunde gewesen. Alleine die Kills wären schon 38 Punkte. Apropos Turnier. Ende des Monats, immer am letzten Samstag des Monats. Diesen Monat ist es, glaube ich, der 26. Ich bin mir aber gerade unsicher. Wisst ihr was? Ich gucke einfach mal nach. Doch hier ein Kalender. Am 26. Ist das nächste Hand-Showdown-Turnier. Wenn ihr mitmachen wollt, einfach ab 19.45 Uhr Stream einschalten und da erkläre ich alles. Ich brauche keine Anmeldung und nichts. Einfach mitmachen und Preise gewinnen. Ja, heute Mittag bin ich wieder live ab 14 Uhr auf Twitch. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Es gibt auch wieder ein DLC zu gewinnen. 1049.de, wie hier heiße ich Hort, dort, oh mein Gott, heiße ich dort, bin auch unten verlinkt, ansonsten denkt an game.de, die haben nämlich das Teamspeak extra für euch zur Verfügung gestellt, könnt ihr jederzeit nutzen, könnt auch game.de gerne mal besuchen, gerade wenn ihr selber Teamspeak, Mumble, Rootserver, Gameserver, Webserver etc. sucht, seid eine Bombenadresse. Holy Energy ist unten verlinkt, eine gesunde Alternative zu Red Bull Monster. Kein Zucker, kein Scheiß, nur natürliche Inhaltsstoffe. Guckt es euch mal an, ich bin mega begeistert. Unten der Link und zwei Rabattcodes. Ja, da wären wir wieder beim Hänger. unser Discord ist unten verlinkt und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir sehen uns ab 14 Uhr auf Twitch oder morgen 9.30 Uhr auf YouTube. Tschüss.